Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema frühkindliches Trauma, Trauma in der Schwangerschaft oder auch im ersten Jahr. Wie merkt man das überhaupt, dass da so ein Trauma entsteht? Wie kann man so ein frühkindliches Trauma auflösen? Oder muss man einfach abwarten, bis die Wirkungen es letztendlich einem ganz deutlich vor die Nase führen? Das möchte ich heute mit jemandem sprechen, der sich in diesem Bereich natürlich super gut auskennt. Wer das ist, sage ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran. So, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Das ist nämlich Professor Dr. Franz Ruppert. Ganz herzlich willkommen, lieber Franz. Ja. Große Ehre, große Freude. Für mich ist es eine Ehre, hier eingeladen zu werden. Du, ganz gerne, gerne. Ich habe schon gehört, dass das der prägendste Moment ist für die Seele eines Menschen, die Schwangerschaft und das erste Jahr im Leben. Und wenn hier irgendetwas passiert, kann das eine unfassbare Auswirkung haben für ein ganzes Leben. Ist das korrekt? Ja, also da habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um dahin zu kommen und zu erkennen und zu verstehen, wie unsere ganz frühen Lebenserfahrungen uns prägen. Ja? Und das erste Mal, als ich dazu eine Ahnung davon bekommen habe, war, als ich mit jemandem gearbeitet habe und der hatte dann Ängste und der hatte auch Kopfschmerzen und so. Und dann sich ein Prozess herausstellt, das war mit der Geburt. Das hat was mit der Geburt zu tun. Also erst eine Zangengeburt, also so quasi mit einer Zange letztendlich aus dem Mutterbauch herausgeholt worden. Und es ist schon erstaunlich, dass man Psychologie studieren kann, dass man psychologische Ausbildung machen kann, eine psychotherapeutische Ausbildung, und da einem da so wenig irgendwie das vermittelt wird. Ja, ja, nichts wahrscheinlich. Und das war so im Jahr 2010 etwa. Ja. Und dann habe ich dann mein Augenmerk darauf gelegt und habe dann gesagt, auch zum Beispiel Geburtsprozesse immer so, auch dann frage ich dann Leute, wie war denn dein Geburtsprozess? Hast du da irgendwelche Erinnerungen, Informationen darüber, ne? Weil ob Erinnerungen, wenn man jetzt jemand so direkt fragt, das wird für die meisten Menschen schwierig sein, eine bewusste Erinnerung zu haben. Aber, und da ist es ja wichtig, das zu wissen, es gibt bewusste Erinnerungen, wo man das ja vielleicht auch zurückverfolgen kann, Bilder hat und wo man dann auch vielleicht weitere Gefühle dazu entwickelt. Und es gibt eben dieses Unbewusste und diese unbewusst abgespeicherten Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Und und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass alles, was wir auch nicht, was für uns nicht gut war oder was vielleicht schmerzhaft war, was mit Angst besetzt war, dass das abgespeichert wird in unserem Organismus und dass da eben Spuren da sind und die können dann wieder reaktiviert werden. Ne? Also ich habe dann mit einem Mann auch mal gearbeitet, der ist bei einer Fluggesellschaft gewesen, hat da gearbeitet, aber er hat gesagt, ich selber kann nicht fliegen, ich habe da so Angst davor. Ja. Und bis wir dann in der Therapie draufgekommen sind, er war ein Zwilling, Zwillingsgeburt, und sein Bruder war vor ihm draußen und für ihn war das Feststecken dann in dieser Geburtssituation war für ihn eine traumatische, höchst angstbesetzte Erfahrung, was dann immer wieder auch ausgelöst wurde, quasi so Panikvorstellungen, ich komme da nicht raus. Ein Flieger ist ja auch so eine Situation. Ich könnte da nicht rauskommen, ich könnte sterben. Also, dass er dann während, und das ist ja paradox, wenn wir geboren werden, geht es ja so auf ins Leben. Ja. Mhm. Aber diese Passage durch aus dem Geburtskanal heraus, der kann durchaus für manche Menschen kann das wie so eine Erfahrung von Todesangst sein. Ne? Und das konntest du jetzt eigentlich bei dieser Person jetzt auflösen. Das heißt, kann die Person jetzt fliegen? Weil die Situation ist ja geschehen und das Trauma ist da. Ja, genau. Und jetzt also konnte er es mit dir auflösen. Konnte es zuordnen. Man muss dann in den Therapieprozessen natürlich auch an diese Gefühle muss man aktivieren. Ja, das muss dann da sein. Die Angst muss da sein.
die Verzweiflung, die Ohnmacht, all das muss man selber nochmal erleben, nochmal in Kontakt kommen, damit sich dann diese Erinnerung auflöst da. Und ja, also das war halt oder ist so ein Moment, wo ich fast sagen würde, fast jeder Mensch, der irgendwas mit Ängsten zu tun hat oder mit so Panik ist ja immer so, mit Todesangst auch, dass da man sich überlegen sollte, könnte das sein, dass ich da eine Geburtserfahrung gemacht habe, die für mich traumatisch war. Schauen wir den anderen Fall nochmals an. Das Kind wurde mit der Zange herausgeholt und gezeigt hat sich, dass es eigentlich im Leben stehend immer viel Kopfschmerzen hatte, oder? Zum Beispiel Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Aber wie löst sich denn das plötzlich auf? Jetzt mache ich ein Gespräch mit dir über diese Situation, über die Geburt, über die Zange, über diesen Druck. Oder wie hast du das gemacht? Weil jetzt das Ergebnis wird ja jetzt gewesen sein, dass er keinen Kopfschmerzen mehr hat, oder? Das allein durch Gespräch, durch Reden allein, das hilft leider nicht. Also man kann sich zwar dann sagen, okay, das ist die Situation, aber irgendwie muss es gelingen, nochmal in diese ursprüngliche Situation, da im Emotionalen in Kontakt zu kommen. Ja? Also eine emotionale korrigierende Erfahrung zu machen. Also dass ich sage, okay, jetzt komme ich in Kontakt mit mir selber, mit diesen Gefühlen und ich merke aber, jetzt bin ich nicht mehr ohnmächtig, hilflos, dem ausgeliefert, sondern da bin ich ja selber da. Ja, ich kann mir quasi sozusagen, kann jetzt dieses Kind, ja, das jetzt ohnmächtig war, das kann ich jetzt zu mir nehmen, mit dem kann ich mich wieder verbinden. Weil das ist ja im Grunde das, sagen wir erstmal, die Lösung des ursprünglichen Konflikts ist, ich spalte mich ab. Ich spalte mich von mir selber ab. Ja, es bleibt quasi dieser Anteil von mir, der bleibt da stecken, der bleibt in dieser Erfahrung stecken. Natürlich wird praktisch ist das Kind ja draußen aus der Mutter, aber es gibt quasi psychisch diese Erfahrung, wo ich stecken geblieben bin, wo ich eben nicht weiterkomme und dann meine ganzen Strukturen, mit denen ich weiterleben kann, wo ich eben es auch geschafft habe, zu überleben, ja, muss man sagen. Machen ja irgendwie durch die Abspaltung dieser Ängste und so, hat man es ja auch geschafft zu überleben. Nur ist das Problem damit nicht gelöst, sondern es ist sozusagen nur weggepackt, ja, irgendwo weggepackt und kann. Und das ist auch etwas, was man von der Traumatologie her weiß, kann dann getriggert werden, es kann ausgelöst werden. Ich kann das durch irgendeine andere Situation kann ich dann nochmal wieder kurzfristig in diese ursprüngliche Traumasituation eintauchen. Und dann habe ich Panik und so. Und dann versuche ich irgendwie mich wieder zu retten. Ja, vielleicht nehme ich auch Medikamente oder so. Aber die Erlösung ist damit noch nicht gegeben. Also man muss quasi gelingen, diesen abgespaltenen Anteil, dieses Kind, das im Geburtskanal noch steckt, mit dem ja, Erwachsenen zum Beispiel wieder zu verbinden, miteinander zu vereinen, sodass es wieder ein Mensch wird und nicht ein mehr quasi. Der Körper ist nach außen hin ist wie eine Einheit, aber innen sieht es dann so aus, dass da verschiedene Personen in mir wohnen. Und wie kann ich das wieder zusammenbringen? Also wie kann ich mich wieder verbinden mit dem Kind in mir, das jetzt diese Todesangsterfahrung gemacht hat während des Geburtsprozesses? Wenn du mich fragen würdest, wann habe ich meine ersten Erinnerungen, dann würde ich mir richtig ins Schwitzen kommen und sagen, ja, vielleicht im Kindergarten mit 6 Jahren, aber ich würde mich jetzt nicht erinnern, was mit 5 oder mit 4 wäre, also 0. Und sagen wir mal, es wäre jetzt aber in der Kindheit was gewesen, in der Schwangerschaft oder im ersten Jahr. Wie willst du mich in etwas hinführen, wo ich sage, ich habe doch null Ahnung, was da gewesen sein könnte, weil ich einfach keine Erinnerung hätte? Ja, also da habe ich im Laufe der Zeit so etwas ganz Erstaunliches herausgefunden. Man muss die Menschen erstmal fragen, was ihr Anliegen ist. Warum sind sie jetzt da? Warum sind sie zu mir gekommen, ja, warum wollen Sie eine Therapie machen? Und dass über dieses Anliegen sich das manifestiert, um was es geht, auch unbewusst geht, also dass es vielleicht auch in diesem Anliegen etwas drinsteckt, was einen dann zurückführt in diese Kindheitserfahrungen. Ne? Tatsächlich, also die wissen es eigentlich schon. Ja, genau, also das ist jetzt diese
das, was uns klar sein muss, wir haben bewusste Erinnerungen, wir haben unbewusste, abgespeicherte Erfahrungen und Erinnerungen. Und ja, ist schon die, sagen wir mal, die Kunst, da jemand hinzuführen, dass seine unbewussten Erinnerungen auch Raum haben. Ja? Also jetzt noch ein Beispiel. Da habe ich gestern mit einer Frau gearbeitet, die dann sich beschwert hat über die Nachbarn und die wären da so asozial und würden immer Lärm machen und Party feiern und so weiter und so. Und das wird sie furchtbar stören. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn jetzt dein Anliegen? Warum? So, was willst du dir anschauen? Dann hat sie gesagt, ich will Ruhe. Ja? Und über dieses Ich will Ruhe und verschiedene Positionen, Ich will und Ruhe, kam sie dann in ihre Kindheitserinnerungen ran. Hat also dann plötzlich tauchten dann Bilder auf, wie sie da allein in ihrem Zimmer ist und das Licht anmacht, weil sie Angst hat, weil draußen die Eltern sich streiten und auch die Brüder, die hat drei ältere Brüder gehabt, die älteren Brüder da Radau machen und so weiter. Also dann kam sie plötzlich an Erinnerungen heran, die für sie verschüttet waren, ja, die weg waren, aber die jetzt durch die aktuelle Situation mit den Nachbarn dann aufgeweckt worden sind. Ja. Also das ist so, wie man im Grunde versuchen muss oder sollte, kann, sagen wir kann, indem man die aktuelle Situation, in der ich bin, ja, sagt er, da gibt es ja Vorläufer davon. Also meine aktuelle Migräne oder meine aktuelle Angst und Angstzustände, die haben Vorläufer. Ja. Also klar, es wird durch irgendwas in der Gegenwart ausgelöst, aber letztendlich, dass ich mich da so ausgeliefert fühle und sage, ich kann da nichts machen und bin hilflos und leide darunter, das hat die Ursache darin, dass ich früher mal einer Situation ausgeliefert war, als Kind, wo ich tatsächlich nichts machen konnte. Ich finde das so faszinierend, weißt du, dass das so über 10, 20, über 50 Jahre hinweg plötzlich eine Verbindung geht, kommt zu etwas von früher und plötzlich reagiert man so. Und in der Schwangerschaft, das finde ich ja noch faszinierender. Denn man muss ja anscheinend hier schon als Seele drin sein und bereits ein Trauma erfahren können innerhalb der Schwangerschaft. Ja, also ich gehe ja davon aus, dass wir uns von Anfang an nicht jetzt so sagen, okay, erstmal sind wir nur rein Körper und dann kommt irgendwann der Geist dazu oder kommt dann die Psyche dazu oder die Seele dazu, sondern für mich ist es von Anfang an eine Einheit, ja, Körper, Geist und Seele. Energie, Materie und Information, das gehört zusammen und wir entwickeln uns eben als Mensch. Ja? Also wir sind, deswegen sind so Begriffe wie Embryo, Fötus für mich auch so ein bisschen schwierig, weil man sagt, da wird ein Mensch auch verobjektiviert, der wird dann nur noch als vielleicht ein Körper gesehen, aber noch nicht als ein Mensch. Mhm. Ja? Und wir sind aber von Anfang an ein Mensch mit einer auch menschlichen Psyche und wir erleben dann eben auch während der Schwangerschaft, erleben wir dann schon alles Mögliche, unter anderem vielleicht auch, dass wir nicht gewollt sind, dass wir abgelehnt werden. Und da kommt etwas ins Spiel, was ich nie vermutet hätte, als ich diese Arbeit angefangen habe, mit Menschen dann da zu arbeiten an ihren Themen, dass es doch eine Reihe von Menschen gibt, die Abtreibungsversuche überlebt haben. Und das muss man sich ja auch vorstellen. Was bedeutet das denn? Ja, ich bin da im Bauch meiner Mama und dann plötzlich kommt von außen etwas, ob das jetzt mechanisch ist oder ob das chemisch ist oder sowas, ob das Medikamente sind, wo mir nach dem Leben getrachtet wird. Ne? Wenn jemand stirbt, klar, dann ist das Thema erledigt. Aber jetzt muss man sich überlegen, was passiert denn, wenn ich das überlebe? Also wenn ich Abtreibungsversuche überlebe. Ja, ich wundere mich, wie viel Bewusstsein da schon drin sein muss im Kind, um diese Situation überhaupt einzuordnen. Ja, also erstmal ist halt die Erfahrung, die Wahrnehmung, mir geht schlecht und ich habe Todesangst, ja. Und die Frage ist dann, wie kann ich dieses, dass es mir nicht gut geht, dass ich Ängste habe, wie kann ich das denn jetzt wieder verorten? Ja, wo hat das angefangen? Ne? Und da muss man tatsächlich sagen, okay, eventuell muss jemand so weit zurückgehen in seiner Biografie und sich die Frage stellen, wie bin ich denn entstanden? War ich denn damals
gewollt von meinen Eltern oder war ich ein Unfall, ne, dass das halt passiert ist und meine Mama dann schwanger wurde, obwohl sie das gar nicht wollte und dann eventuell auch versucht hat, mich wieder loszubekommen. Ne? Das gibt natürlich verschiedene Methoden dafür. Aber viele solche Informationen werden doch gar nicht dem Kind mitgegeben. Sag, ja, du bist jetzt zwar da, aber du bist eigentlich ein Unfall und ich habe mir gar nicht gewollt. Das sagt man ja nicht. Das Kind ist irgendwann da und es wird liebevoll aufgezogen, aber die Situation war ja entstanden. Also wie kannst du dann irgendwie 50 Jahre später als Profi mit jemandem zusammensitzen und eine Situation herausfinden, die er ja selber ja eigentlich von den Eltern innerhalb des Lebens gar nie gehört oder erfahren hat? Ja, also eben, da ist eben die Methode, mit der ich dann arbeite, also jemand hat ein Anliegen und dass wir dann über dieses Anliegen, entweder er kommt selber in Resonanz mit dieser Erfahrung, ja, dass es dann das Unbewusste freigibt, ja, ich war da mal im Bauch der Mama und da war es gefährlich für mich und so, oder ich arbeite da mit Gruppen und wo dann die Resonanzgeber für die einzelnen Begriffe des Anliegens demjenigen dann widerspiegeln können, sagen, ja, okay, das war gefährlich für dich und du warst im Grunde nicht gewollt, ja, du bist abgelehnt worden und daher kommen letztendlich auch deine Verzweiflung, deine tief sitzenden Ängste, deine Depressionen, das hat sozusagen darin seine Wurzeln. Mhm. Und man kann ja immer auch dann die Situation mal ein bisschen beleuchten und sagen, okay, wie alt waren denn deine Eltern, als du gezeugt worden bist? Waren die dann schon zusammen? Wollten die überhaupt Kinder haben und so weiter? Also das zumindest gibt schon gewisse Hinweise, auch wenn die Mutter sehr, sehr jung ist oder so. Oder manchmal gibt es dann so Geschichten, dass dann durchaus immer, ja, ich war dann schon bei einem Arzt und aber dann in letzter Minute habe ich mir das dann anders überlegt und so. Aber selbst diese Situation ist ja für ein Kind, man muss ja davon ausgehen, dass Kinder das viel mitkriegen. Also dass es nicht so einfach so ist, dass sie gar nichts mehr mitkriegen, was da ist, sondern die kriegen das schon mit, wie die Mutter zu ihnen steht. Ja. Ob die Mutter sich auf das Kind freut oder ob die Mutter da gleichgültig ist, das gar nicht wissen will, wie es dem Kind geht oder vielleicht sogar dem Kind ablehnend gegenübersteht. Mhm. Also eine Frau hat mir mal dann berichtet und sagt, ja, meine Mutter ist halt bei jeder Gelegenheit während der Schwangerschaft ist irgendwie mit ihrem Bauch an irgendeinen Gegenstand dann dagegen gestoßen, ja, weil sie das nicht wollte, weil sie mich ja eigentlich im Grunde loshaben wollte. Warum heißt es, dass das erste Jahr, also bis zum ersten Jahr, eigentlich das Wichtigste ist? Oder die Anfälligkeit am größten? Ja, also wenn man vom Traumabegriff ausgeht, dann kann man sagen, Trauma ist eine Situation im Außen, also das, was wir erleben, das uns zustößt, und unsere Ressourcen auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt ist natürlich die Situation, wenn ich jetzt da noch ungeboren bin, ja, wenn ich noch wenige auch eigene Ressourcen habe, um mich selbst zu erhalten und mein Leben zu sichern, dann habe ich natürlich bin ich höchst vulnerabel. Also das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen in der Arbeit mit Menschen, dass die größte Vulnerabilität, Verletzlichkeit und in diesen frühen Lebensstadien sind. Und das ist eben vorgeburtlich während des Geburtsprozesses im ersten Lebensjahr danach. Da sind wir so angewiesen auf andere und so. Ja, wir sind quasi auf dieses Wohlwollen und die Liebe von unseren Eltern angewiesen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir den Situationen mehr oder minder machtlos ausgeliefert und müssen irgendwie versuchen zu überleben. Wenn man ja jetzt weiß, also ein Fachmann wie du, wie das alles zusammenhängt, dann müssen wir doch irgendwo auch einen Empfehlungsratgeber haben, wo man sagen kann, also liebe schwangere Damen oder Eltern eines Kindes, auf das solltet ihr achten. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau schwanger ist und vor der Geburt steht oder der Geburtsprozess irgendwie dann irgendwann mal geplant werden muss, dann kann man immer sagen, schau dir doch mal erst auch nochmal an, wie deine eigene Geburt war. Damit du nicht in der Situation, wo du ein Kind zur Welt bringst, in einen alten Traumazustand zurückrutscht, in dem du warst, als du selber geboren wurdest. Mhm. Also da habe ich neulich auch mit jemandem gearbeitet. Und
Das, weil sie dann im Angst hatte, ja, sie hat selber eine schwierige Geburt gehabt, also für sich selber. Also, und dass sie dann in dieser Situation, wenn sie dann selber Mutter wird und ein Kind auf die Welt bringt, dann nicht mehr weiß, die quasi völlig die Kontrolle verliert, ja. Und dann haben wir eben gearbeitet und dann vorher war noch die Frage, soll ich jetzt in die Klinik gehen oder soll ich in Geburtshaus gehen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich bei mir bin. Ob ich jetzt in der Klinik bin und oder ob ich in einem Geburtshaus bin. Es geht immer darum, dass ich nicht plötzlich mich ausgeliefert fühle und ohnmächtig fühle. Und dass ich immer weiß, okay, ich kann die ganze Situation mit bestimmen. Ich kann dann sagen, was ich brauche, was ich will. Und dann ist es letztendlich ja gar nicht so relevant, bin ich jetzt in der Klinik oder im Geburtshaus. Mhm. Also von daher wäre das zum Beispiel etwas, wenn man präventiv ja Geburtstraumata möglichst zu reduzieren, dass man dann Schwangere immer auch dann die Möglichkeit gibt zu sagen und dahin zu schauen, was war denn, wie war denn deine eigene Geburt, was hast du da erlebt und war das für dich, ja, Geburt ist immer ein gewisser Stress, ja, aber war es letztendlich ein Erfolgserlebnis, war es etwas, wo du zusammen mit deiner Mutter das geschafft hast, ja, diesen Übergang, weil es ist ja, durchaus ein riskanter Übergang. Oder war es für dich sogar dramatisch? Und deswegen wäre das ja, man muss ja immer sehen, als Psychotraumatologe, wenn du siehst, so viele Traumata passieren, was gäbe es denn für Präventionsmöglichkeiten? Und das ist für mich zum Beispiel eine ganz wichtige Präventionsmöglichkeit, zu sagen, dass Frauen, die gebären, bevor der Geburt auch stehen, dass die sich ihre eigene Geburt anschauen. Damit sie nicht in Traumazustand während der Geburt geraten. Ja, das verstehe ich jetzt auch wieder. Das ist wieder logisch. Hast du auch mal ein Buch über dieses Thema geschrieben? Ich meine, du hast gesagt, du hast irgendwie 11 Bücher geschrieben. Ja, das war auch ein eigenes Buch, als mir das klar geworden ist, wie prägend diese frühe Zeit ist, also die Zeit im Bauch der Mutter, die Geburtsprozesse, auch die Zeit danach. Ich meine, da gibt es ja viele Leute, die jetzt wie ich so in den 60er Jahren geboren sind, so gibt es ja die Erfahrung, okay, man wird als Kind dann irgendwie alle 4 Stunden wird man gestillt, also man bekommt die Brust der Mutter und dann wird man wieder weggelegt für 4 Stunden, ist ganz alleine für sich und so. Also das sind natürlich auch Erfahrungen nach der Geburt, die alles andere als nähernd sind und eine psychische Stabilität geben, sondern man fühlt sich dann als Kind eben eher abgelehnt, verlassen. Von daher sind das dann auch so ganz frühe Erfahrungen, die einen dann das letztendlich auch schon in die Spaltung bringen können. Mhm. Ja? Weil diese Einsamkeit, das Alleinsein, das Getrenntsein von der Mama ist für ein Kind letztendlich schwer verkraftbar. Also das, man kann sagen, zum Beispiel bei meiner Frau, ja, die hat eine Kaiserschnittgeburt erlebt und die wurde dann sozusagen nach der Geburt wurde dann sie weggelegt, ja, und dann hat die Mutter wieder zugenäht und so. Und dann kam irgendwann ihr Vater und hat gesehen, das Kind liegt ja da alleine da so hier und keiner kümmert sich darum. Ja. Also das ist so eine kurzfristige Trennung, dass man nicht nach der Geburt sofort mit seiner Mama zusammen ist, ja, und Körperkontakt haben, dass auch das schon eine Situation ist, wo man dann das Kind Todesängste bekommt, ja, und Panik bekommt und dann eben diese Gefühle abspalten muss. Und daraus kann natürlich, weiß Gott, was passieren im Alter hin, oder? Mhm. Ja, das kann halt immer wieder getriggert werden. Es kann immer wieder so Situationen geben, wo ich dann plötzlich mich alleine fühle, ja, ausgeliefert, da ist niemand da für mich, ich bin ganz alleine. Und dann kann eben so eine Geburtsangst, die eigentlich in dem Geburtsprozess entstanden ist, die kann dann hochkommen und dann muss man halt entsprechend dann auch wieder daran arbeiten, um das wieder in sich zu integrieren. Und genau diese Arbeit, das finde ich jetzt etwas so spannend, da haben Leute echte Probleme und man findet die Verbindung, redet darüber, sucht einen Weg und plötzlich ist das Problem dann letztendlich auch nicht mehr existenziell oder man sieht es anders. Ich glaube, da kriegt man eine ganz andere Einstellung zum Leben oder zur Schöpfung oder Demut vor dem Leben. Oder das ist ja so spannend, oder? Diese
Verbindungen über Jahrzehnte hinweg. Mhm, mhm. Ja, man muss ja schon sagen, unsere Psyche ist schon sehr findig auch, ja, uns sozusagen immer wieder zu retten, ja, dass wir also nicht dass wir auch in solchen Extremsituationen noch nicht aufgeben und weiterleben können. Und dieser Mechanismus der Spaltung, dass man jetzt psychisch sich aufspaltet, ist für viele erstmal lebensrettend, ja. Aber es bringt halt, hat immer noch den Nachteil, ist nicht gelöst. Mhm. Das Thema als solches ist nicht gelöst. Es ist in uns, es ist wie vielleicht eine Bombe, die hochgehen könnte, ja, wie so eine. Und deswegen ist es gut, wenn dann diese Bomben, sagen wir mal, die in uns sind, so die Traumabomben, die in uns sind, wenn die quasi in einer therapeutischen Situation kontrolliert entschärft werden. So kann man das vielleicht auch sagen. Ja, super ausgedrückt. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr spannende Gespräch. Das war für Sie Professor Dr. Franz Ruppers, Psychotraumatologe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit wollten wir einfach mal vermitteln, dass es tatsächlich so früh anfangen kann, ein Problem letztendlich erzeugt wird, das ein Trauma auslöst, irgendwann einmal getriggert wird, in Verbindung steht aber eben zur Schwangerschaft oder insbesondere zum ersten Jahr, wo das Kind einfach noch völlig hilflos ist und ausgesetzt ist den externen Einflüssen. Und das fand ich jetzt schon sehr, sehr spannend. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir Ihnen da eine gute Unterhaltung bieten durften und alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.